Damit wir mit dem Taschenrechner jetzt auch Grafiken anzeichnen können, brauchen wir eine einfach bedienbare Grafikbibliothek, die uns Abläufe einfach zeichnet. Es gibt so eine Bibliothek im Kiwi Garten. Das ist eine Sammlung von Erweiterungen zum Kiwi und die heißt Graph und die kann man, wie man hier sieht, ein Koordinatensystem zeichnen und dort drin halt Funktionsaufrufe. Ist das auch alles beschrieben? Wir finden hier auch ein Beispiel dazu, wie man das aufruft. Und wir wollen das mal schaffen, dass wir dieses Beispiel in unserem Rechner zum Laufen bekommen. Zunächst erstmal, die Daten befinden sich im GitHub unter diesem Link kiwigarten-garten.graph und wir sehen, das besteht hier aus vier Dateien aus der Lizenz des MIT. README, das ist dieser Text, der sich hier unten befindet mit dem Beispiel. Das eigentliche Programm ist die init.py und es gibt noch ein kleines Bildchen dazu. Und wir können jetzt dieses ganze Archiv wieder als ZIP-Datei downloaden, können die entbacken. Ich habe das alles schon gemacht und habe die jetzt in meinem Ordner mit dem Rechner ausgebackt. Und zwar ist es jetzt der Ordner Graph und in diesem Ordner Graph, gehe ich mal rein, sind genau diese Dateien alle schon drin. Und wir schauen uns die jetzt weiter auch gar nicht an. Wir gehen in unser Programm. Und versuchen da jetzt das einfach mal zu erweitern. Okay, wie soll das jetzt ablaufen? Wir hatten ja schon beim letzten Mal vorbereitet einen Button mit Grafik anzeigen. Und dort rufen wir einfach die Methode auf, onPress. Soll die Anwendung, also App, den Graphen generieren und wir übergeben jetzt einfach mal self, das heißt also diesen Button und wir können uns dann von diesem Button rüber hangeln auf das Box-Layout, was hier oben steht und können den Graphen dort reinsetzen. Das ist also der erste Schritt. Wir hängen hier eine Funktion rein und das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir im Hauptprogramm jetzt natürlich für unser Programm diese Methode gengraph aufrufen. Und zwei Parameter werden übergeben. Einmal self, das ist jetzt die Anwendung und dann der Button. Und das erste, was wir machen, ist einfach nur ein Print. Wir zeichnen einen Graphen. So, damit haben wir schon mal die Einbindung, speichern das ab und gehen wieder in die Shell, um das Kommando auszurufen. Main.py ist da auf die Grafik drauf, Grafik anzeigen und das Einzige, was passiert, ist hier unten diese Ausschrift. Das funktioniert. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir müssen jetzt hier ein bisschen Leben reinbringen und dazu gehen wir nochmal auf die Webseite und sorgen, hier unten gibt es ja eigentlich schon den ganzen Skript. Diesen ganzen Skript, wie er hier ist, den nehme ich mir her. Kopiere den und füge den an dieser Stelle in mein Programm ein. Jetzt hängt er natürlich viel zu weit links. Ich muss den also hier ein Stück reinziehen. Ich mache das mal ein bisschen breiter, dass es nicht umbricht. So. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was dran ändern und zwar importieren wir dieses Grafikmodul nicht aus der Bibliothek oder aus dem Modul KiwiGarten Graph, sondern einfach nur aus Graph. Das liegt jetzt daran, dass der Ordner, wo wir das gespeichert haben, Graph heißt.
So, dann wird dieser Graph erzeugt und am Ende geben wir uns den mal aus, damit wir uns schon mal freuen können. Da ist was da. Und wir hängen jetzt den Graphen an die darüber liegende Struktur, also von dem Button, welches diese Funktion aufruft, was hier übergeben wird. Das Elternteil, Parent, das soll diesen Graphen bekommen als Kind. Wir schaffen also quasi einen Bruder zum Button. So, jetzt schauen wir mal, was da jetzt passiert. Grafik anzeigen. Und da sehen wir jetzt, es gibt natürlich sofort einen Fehler. Der globale Name Sin ist nicht definiert. Also, was ist Sin? Sin taucht hier drin auf. Wir wissen natürlich, das ist eine mathematische Funktion. Und wir müssten einfach sagen, die bekommen wir am leichtesten aus dem Mathematikpaket vom Mat Import. Wir machen so, wir importieren gleich alles. Da sind wir dann später frei. Speichern nochmal ab. Also jetzt müsste hier unten diese Sinusfunktion bekannt sein. Grafik anzeigen und schon ist sie da. Wir haben also es geschafft, jetzt eine Grafik anzuzeigen. Natürlich donnert der, wenn ich das jetzt ein zweites Mal drücke, eine zweite Grafik raus und immer wieder die gleiche. Aber wir können was anzeigen, wir können zurückspringen in den Taschenrechner und können wieder in die Grafik gehen und da ist alles noch da. Nicht besonders schön, aber es funktioniert. Gut, wir wollen hier gleich mal noch eine zweite Funktion mit reinhauen. Das heißt, eigentlich haben wir ja hier eine Funktion. Das war dieses Plot. Das ging bis hierhin und jetzt machen wir einfach eine zweite Funktion nochmal dazu. Wir kopieren das. Und so, und das zweite ist der Plot 2. Plot 2. Plot 2. Und als Funktion nehmen wir jetzt hier einfach mal 0,1 mal x. Minus 1,0. Das ist ein bisschen zu steil, also 0,01, das müsste vielleicht gehen. Speichern das mal ab. Also das ist jetzt einfach eine lineare Funktion. Grafik anzeigen und das sehen wir, hier ist die zweite Kurve drin. Und wir könnten hier auch die Farbe ändern. Wir haben das ja heute schon mal probiert. Wir ändern die Farbe. Wir könnten dann auch noch hergehen und könnten sagen, die soll jetzt nicht nur bis hier rauf gehen, sondern etwas steiler. Also mutig Anstieg 2. Und rufen das wieder auf. Grafik anzeigen. Und wir haben zwei Graphen in diesem Koordinatensystem angezeigt und sind damit jetzt zufrieden.